Hallo und WB und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Barmania, Minecraft Modmania. Ja, ich weiß nicht, wieso die drei mich so doof angucken. Und, ja. Ich habe eine neue Erkenntnis gefunden. Ich kann G drücken, Leute. Passt auf, dann passiert das. Einfach nur G. Ich brauche dieses scheiß Buch gar nicht. Ich weiß auch nicht, wofür dieses Buch da ist. Wenn ich einfach G drücken kann. Ey, das ist so eine Erkenntnis, ne? Die habe ich nicht oft. So, und da wir jetzt wissen, da wir Holz brauchen. So, und dann möchte ich hier drauf. Jetzt gucken. Tatsache, man braucht Holzplanks dafür. Als mich überfragt, und zwar, wie bekomme ich die in anderen Farben? So kann ich nämlich nur schwarze bauen. Egal, es muss ja auch nicht alles gleichfarbig sein. So, also brauche ich Eichenholz dringend. Tons auf. Ich nehme meine Hacke. Nehmen wir. Wo haben wir denn hier? Da, Cobblestone. Kies. Treppenbahn unten. Ja. Treppen. Wieder hier hoch. Das. Das behalte ich mal. Den Zaun kann ich eigentlich auch weglegen. Zack. Bücher auch erstmal. Die Treppe auch. Die Sachen kommen hier rein. Hopp. Ja. Dann hätte ich ja soweit erstmal alles. Das da kommt weg. Ich einfach ganz raus. Hör auf, Brandon auf meinem Tisch zu stehen. Oh, da sind zwei Voltilamps auf dem, hier sind überall Voltilamps. Jasmin, der Bibliothekar. Ich wollte Holz fällen gehen. Wo ist meine Zweck? Wo ist Stephanie? Stephanie ist verschwunden. Spurlos. Wurde bestimmt von einem Creeper geholt. Ist immer so. Immer wenn ich irgendwen will, wird er von einem Creeper geholt. Das ist eine Frechheit. Ich meine, die ist weg? Oder habt ihr die gerade schon irgendwo gesehen? Ich habe das Gefühl, die ist einfach weg. Aber einfach richtig weg. Einfach vom Urboden verschwunden. Das ist unglaublich. Das passiert ultra selten, aber scheinbar passiert es alle 3 Jahre. Oder zumindest passiert es immer mir. Weil sie ist ja jetzt weg. Und wenn sie weg ist, kann ich nichts mehr haben von ihr. Und aua. Jetzt habe ich gerade meinen Kopf in meinem Headset verfangen. Ja, das geht, liebe Leute. Den Kopf im Headset verfangen. Warum kommen keine Saplings? Ich bräuchte mal welche. Damit ich wieder neue Bäume pflanzen kann. Ah, da geht's schon los. Schnell, sammle alles auf. Was ich nicht finde, kann ich nicht finden. Einmal. Hopp. Also verbrauchen wir wenigstens nicht so viel Zeit. Mal hoch. Einmal so. Komm mal wieder mit. Einmal so in meinen künstlich angelegten Wald, den jeder liebt, denn er ist künstlich angelegt. Und wie wir wissen, sind künstlich angelegte Wälder sehr gut für die Nerven. So. Ja, kann man doch schon mal so anbieten. Ah, wahrscheinlich kommen da noch einiges runtergeflogen. Was ich mich frage, ob ich auch aus roten Planks sowas herstellen kann. Erstmal G drücken. So, was brauche ich denn alles hierfür? Da. Hä? Rote macht man mit weißem Holz normalerweise? Ah, die macht man aus normalem Holz. Ja, mache ich lieber die. Weil die eindeutig dann besser zu handhaben sind. Ruf 6, Ruf 7, Ruf 7, erstes Ruf 7, was ich mir herstellen will. Glaube ich. Ja, sieht danach aus.
sieht er noch sehr aus. Ja, eindeutig. Gut, das brauchen wir dann noch mal. Wir brauchen... Es wird Nacht. Alles, was wir brauchen, ist jetzt erstmal ins Bett zu gehen. Bevor wieder ein Creeper um die Ecke geschossen kommt. Toing. Doch, du lebst ja noch. Ah, schön. Der ist der Rest mir auch egal. Die lebt noch. Und ist nicht abgehauen. So wie damals. Ich dachte schon, die wäre verschwunden. Ah, und wie ich sehe, schläft sie auch direkt in der Küche. Was auch sehr schön ist. Weil da gehört sie ja hin, ne? Weil da gehört sie ja hin. Warum ich jetzt nochmal da hinten hinlaufe, nur um zu gucken, ob da noch was runtergefallen ist. Was wahrscheinlich der Fall ist. Weil, guckt euch das an. Das liegen zu lassen wäre totale Verschwendung. Und das wollen wir nicht. Wir verschwenden nichts. Boah. 23 Saplings. Also an Saplings fehlt uns nichts. Immer wieder diese Melodie, wenn ich bei den Bäumen bin. Das ist ein Zeichen. Ein Zeichen, sagst du? Ja, ein Zeichen. Und da kam dieses... Habt ihr das mit... Das wie... Das kann sich fortfliegen. OP. Ey, da ist Marie. Ich habe sie alle... Ey, der ist nur Level 4, der Trainer. Los! Bam, Biddle! Fight, Tackle! Alter! Ein episches... Ist daneben gegangen? Ach nee, ich one-hitte dem seine Pokémon! Ja, lol! Und jetzt hat er noch Geodude. Ach du Scheiße, jetzt hat er Geodude. Was soll ich denn dagegen machen? Gegen Geodude. Tackle? Ja, das sieht nämlich fast nichts ab. Tail Whip! Ja, Mann! Geodude! Scheiße, Geodude versucht seine Defensive hochzutreiben. Ich setze weiter einen Tackle ein. Und Tackle! Bam! Das wird unser Kampf, das wird unser Kampf! Danach haben wir Level Up! Bam! Oh well, I'm going to eat that cheese! Bam! Endlich mal! Unser Evoli hat einen Level 3 Trainer besiegt. Ja, ich meine, hallo, besser geht's gar nicht. Komm zurück! Yeah! Einfach Level 3 Trainer geplättet. Hab ich jetzt von dem irgendwas gekriegt? Nee, nicht mal Samen. So, dann tun wir die da rein und machen mal so. Dann machen wir mal so. Und dann machen wir mal so, so, so. Und so, so, so. Und so, und so, so. Ja, schon geht's los. Geh bitte. Geht nicht im Menü. Okay. Ich brauche auf jeden Fall... Ich brauche auf jeden Fall... Was brauche ich denn? Mensch, habt ihr die Dinger schon wieder vergessen, wie die aussehen müssen? Die Ecken waren es nicht, ne? Das waren Ecken. Brauche ich für die Ecken. Es kommt wieder so eine dramatische Dudelmusik. Die brauche ich auch nicht. Wo ist denn mein normales Ding, was ich brauche? Obelix Slopes. Obelix Upstopes. Ja, Alter. Also merkt nicht mal ein Tetris Shape. Das. Also ungefähr so. Und den Rest voller Stöcke. Wunderbar. Einmal so. Einmal so. 15. Einmal so. Und so. Reicht erstmal. Damit ich gucken kann, wie weit ich komme. Yeah, wir bauen heute ein Dach. Ohne Scheiß.
ein Dach. Denn Dächer sind cool. Jetzt pass mal auf. Boing, 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 boing. Das sind also auf jeden Fall die günstigsten Dächer. Ist auf jeden Fall auch gut zu wissen, dass ich da so einen Fehler mache, damit ich das nicht wegkriege. Voll beruhigend diese Musik, die gerade im Hintergrund läuft. Die macht mich aggressiv. Das ist so richtig so. Dum, dum, dum. Ja, was soll das? Eigentlich ist dafür ja schon wieder zu hoch, ne? Obwohl, das geht. Dann machen wir einfach hier noch eine Reihe Steine hin. Die Fenster müssen ja auch nicht so groß sein. Habe ich Dirt mit? Klar habe ich Dirt mit. Welches Level? 18? Nö, nö, mit dem nehme ich mich nicht an. Das tötet mich dann im Prinzip sowieso wieder. Nee, das war falsch. Ja, schnelles Dach gebaut. Hopp, 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 hopp. Hopp, 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 hopp. Hopp, 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 hopp. Hopp, 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 hopp. Ja, theoretisch könnte ich schon zumachen, das Dach. Mit Dirt? Nee. Holz? Nee. Wir nehmen das, was dafür vorgesehen ist. Da habe ich ja sogar noch was von. Da haben wir's. Alles Holz in der Ecke und drei Dinger. Alles Holz in der Decke. Und drei Dinger. Das habe ich falsch gelesen, das Rezept oder was? Yeah. Ah, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So und so. 9, 12, 15, 18. Probieren wir es mal mit 18. Das waren zu wenige. Das waren eindeutig zu wenige. 18 reicht ja für fast nichts. Ja. Dann machen wir noch mehr. Zack, zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. 6 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt nochmal dieselbe Menge. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich habe gerade keine Sticks. Das habe ich gut gesehen. Ich bin der Beste. So, so. Und nochmal. Wir brauchen mehr als ein paar. Und jetzt zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Tag. Bam. Jetzt sag mir nicht, dass das 18. Nein, sind's nicht. Bam. Und es hat ein ausreichend angenehmes Lichtfeld. Den Dirtblock weghauen. So und so. Ja, Melanie, Stephanie, Melanie, sag ich schon. Ach du Scheiße, jetzt fängt das wieder an. Haben die meistens. Ja, ich glaube auch. Zack, 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 zack. Einmal so. Ich weiß auch nicht, ob ich das auch vielleicht noch tiefer setzen sollte. Oder ob ich den Dörter einfach jetzt rübergehen lasse. Ah, ich lasse den Kies einfach darüber gehen. Ich habe gerade Dirt gesagt, kann das sein? So. Ja, das ist in Ordnung so. Obwohl. Ja, jetzt ist zu spät. Jetzt ist das Haus eins höher gebaut. Jetzt kann ich dagegen nichts mehr tun. So, jetzt nehmen wir hier das. Nee, 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 nee. Ich muss hier oben rein. Da habe ich Kies. Leute, ich habe nicht aufgepasst, wie lange ich aufgenommen habe. Scheiße. Das passiert mir doch ständig. Ich bin ein Opfer.
warte mal, Leute, dann nehme ich noch das und das mit. Blauen Blumen auch. Und die Blumen. Oh, ich liebe die Orchids. Weil Orchids sind so... Habt ihr das gesehen? Meine Scheiße ist vor mir weggelaufen, Scheiße. Also, im Sinne von, ihr wisst schon, was ich meine. Einmal. So. Und so. Und so. Ja. Und da nehme ich ein kleines Blumenfeld. Und ich bin kurz davor, das so zu machen, dass das mein Haus wird. Ach Leute, geht mir bitte aus dem Weg. So. Nein. Dass die ganze Zeit rein und raus müssen, was soll das? So. Dann mache ich da nämlich noch Stein hin. Und da ist auch die letzte Dingens gewachsen. Da packe ich die rote hin. Ja. Also ich meine, das kann man doch anbieten zumindest. Wenn dann hier noch Stein ist. Und da noch Stein hinkommt. Dann sieht das so aus, als... Dann mache ich hier noch einen Keller hin und dann wird das einfach... Welches Level 14 ist mir zu stark. So, Kies. Meine Kiese, 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 Kiese. Krieg ich voll die Krise, Kiese. Wir verstecken Kies. Das ist ein geheimer Auftrag von Mission Number One. Dadam, dadadadam. Dadam. Und dadam. Und so, und so. Und so. Und so. Und so. 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 Und so. Ja, hier noch. Wunderbar. Jetzt muss ich hier eigentlich noch ausleuchten. Professorisch. Hier kommen ja auch überall noch Dinger hin. So und so. Ja. Nice. Ich kann das auch so ohne Ecken lassen. Ich lasse das erstmal ohne Ecken. Sieht origineller aus. Sparen wir uns die Ecken. Schnell da rein. Schön, dass Melanie zu Hause ist. Das freut mich. Erstmal schlafen. Und was ist so vor meiner Haustür los? Ja, da ist viel los. Erstmal ernten gehen. Friedmann! Aber wenn ich aus der Tür komme, bist du da. Du hast recht. Nein, nicht so. Und... Boom. Boom. Voll in diese Musik rein, weil es so mit Evil meisterisch klingt. Wie viele Kartoffeln habe ich jetzt mittlerweile? 3. Wow, ich steigere mich jedes Mal um eine Kartoffel. Ja, das ist geteilte Feldarbeit. Ich habe nichts von allem, aber alles von jedem. Und einmal so, so, so. So, Alicia, die Bäuerin. Schön, dass du unbedingt auf deinem bäuerlichen Bäuerhafen sitzen möchtest. Ja, okay, man sieht die Blumen kaum von der Seite aus. Dann mache ich nämlich noch so. Jetzt kann ich das nicht wieder wegmachen. Und hopp. Und hopp. Weil das ist ja jetzt ein ganz normaler Platz. So, so, so. Ich muss das noch so machen. Da kommen nämlich hier auch noch alles Kies hin. Kies Richards. Und so und so. Und hopp hopp. Vielleicht Level 15 ist mir zu stark. Also Level 15 ist mir eindeutig zu stark. Kies wollte ich. Unglaublich, wie viel Kies ich hier verbrauche. Und Stein wollte ich. Stein wollte ich. Danke.
Ja, das ist... Nächste Folge machen wir wieder einen Ausflug. Diese Folge nur noch eben. Alles schöner machen in dieser Stadt, soweit es geht. Und dann gehen wir auch schon wieder in den Dungeon. So und so. Machen wir so, 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 so. Dann nehmen wir uns den Kies. Machen wir so, 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 so. Machen wir so, so, so. Und setzen den Kies noch einmal so hin. Damit es auch aussieht wie ein Dorfplatz. Zumindest können die Leute sich jetzt hier mal hinsetzen und dann so gechillt sein. Hier, das könnte ich auf eine Ebene bringen, dann wäre hier kein Loch mehr. Ja, das wäre auch noch angebracht. Da ich gerade auch gar nicht weiß, wo wir überhaupt sind in der Minute. Ich guck mal eben nach. Nach meiner Erkenntnis haben wir noch 5 Minuten. Und diesmal wirklich 5 Minuten. Und nicht meine 5 Minuten, die ich mir total schlau damals ausgedacht habe. Nein, es sind wirklich 5 Minuten. Jetzt habe ich einen Blick auf der Übersicht. Also ich finde, das jetzt sieht schon wieder einigermaßen besser aus als vorher. Auch wenn mir hier das schon wieder nicht mehr gefällt und auch irgendwie mein Haus. Sieht irgendwie schäbig aus. So eckig irgendwie. Ja, wahrscheinlich, weil ich das hier mal zumachen sollte. So. Ja, ist auch besser. Kann ich da nichts machen, das muss zu, sonst gefällt mir das mit dem Dach nicht. Holz, ich mein Glas habe ich nicht mit. Egal, komm mal mit. Folge mir. Crack und... Und. Da. Die muss damit, folge mir. Hier kommen beide hier hin. Das ist nämlich euer neues Zuhause. So, warte mal. Nicht um mich rumlaufen, Leute. Zuhause festlegen. Zuhause festlegen. Und jetzt nicht folgen. Nicht folgen. So, ihr könnt jetzt nämlich, wohnt jetzt hier beide. Ist zwar nicht das gemütlichste Haus, aber ihr wohnt jetzt hier. Warum? Warum, Stefanie, redest du mit dem, hä? Hab ich dir das erlaubt? Hab ich dir das erlaubt? Nein, hab ich dir nicht. Also. Meine Güte. Hey, Kumpel. Wir sind keine Kumpel. Wir sind Zweckgemeinschaft. Könnte ich hier noch um unser Dorf so einen Zaun rumziehen, damit unser Dorf von Eindringlingen geschützt ist. Da mache ich so einen Eingang. Ja, das mache ich auch noch, aber habe ich nicht eben gesagt. Egal. Hä? Immer wieder, wenn ich irgendwo hinkomme, ne? Stefanie wieder woanders. Hier habe ich noch Leitern. Schön, dass ihr meine Tür... Leute, ihr Priester gehört auch nicht hierhin. Und wer ist da hinten in meinem Garten? Level 11 war Mareep. Ich bin Level 9, ne? Okay. Leute. Das wird unser Endbattle. Go! Ich mache erstmal Tail Whip. Okay. Ah, scheiße. Der macht ganz schön viel Damage. Tackle! Komm. Ah, das wird nicht genug sein. Wir werden sterben. Oh! Ja! Tackle! Hab verloren. Warum? Hä? Warum? Arsch. Mareep. Hauptsache, du hast aufgepasst, Yamin. Du siehst gar nicht aus wie eine Priesterin. Wir haben schon 2 Priester hier. Ich weiß auch nicht, wieso wir so viele Priester hier haben. Das ist ja unglaublich. 3 Faden habe ich nur. Ich habe echt nur 3 Faden. Mensch, was soll ich denn mit 3 Faden? Und wieso habe ich das noch nicht? Oh, weil ich kaum noch Kohle habe. Da hatten die sogar recht. Du sagst immer, du hast keine Kohle. Also du sagst immer, du hast genug Kohle, aber hast gar keine Kohle. Ja, weiß ich doch nicht. Bin ich Gott? So, was fehlt denn da? Da fehlt Holz. Das sieht nämlich so scheiße aus. Vielleicht sollte ich das dann auch mal mit einer Spitzhacke wegmachen, anstatt mit einem Fritzelblitz.
So. Ja, jetzt nehme ich schon besser. Noch mal ein bisschen deplatziert. Ich eigentlich das zumachen, ne? Oder? Nein, wir lassen das jetzt so. Ich würde mal sagen, das war's für den Part. Ich danke mich, dass ihr zugeschaut habt. Ich danke mich vor allem. Ja, und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.